Rentner sollen bluten. 2000 Euro Selbstbeteiligung für Facharztbehandlung gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, durch Deutschland wird ja im Grunde genommen jeden Tag die sogenannte Rentensau durchgejagt. Wir hören dort Vorschläge von Wirtschaftslobbyisten, von den Wirtschaftsweisen, dass die Renten gekürzt werden müssen, dass die Leute länger arbeiten sollen, dass die Mütterrente weggenommen werden soll, dass hier eingespart werden muss und, und. Und das trägt natürlich zur massiven Verunsicherung in der Bevölkerung bei. Das merkt man auch an der Stimmung in der Bevölkerung. Gerade hier in Ostdeutschland ist es wirklich so, dass die Leute einfach sagen, wir haben den Kanal voll von dieser Politik, wir haben den Kanal voll davon. Sie verstehen uns einfach nicht, wir sind abgehängt, wir wollen mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Ja, und das hört man auch, also das höre ich nicht nur in den Einzelgesprächen, sondern ich merke das auch letzten Endes dadurch oder ich sehe das auch dadurch durch die vielen Interviews, die zum Beispiel gerade in Sachsen geführt werden, im Zusammenhang mit der sächsischen Landtagswahl. Ja, und da kommt jetzt ein neuer Vorschlag vom IKK-Chef Hermes. Ja, ich zeige Ihnen das mal, was der Typ gefordert hat. Also es ist eigentlich sensationell, sensationell unglaublich. Der fordert doch allen Ernstes, dass alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland und alle Privatkranken und alle gesetzlich Versicherten in Deutschland 2000 Euro Selbstbehalt übernehmen müssen, also praktisch in Wert von 2000 Euro eine Privatversicherung abschließen sollen für Facharztbesuche. So weit, so gut. Die IKK ist eine relativ kleine Krankenkasse mit 273.000 Versicherten. Ja, und dieser Ralf Hermes, der ist ja wirklich bekannt dafür, dass er mal solche Bolzen loslässt. Unter anderem hat er ja auch mal verkündet, dass er dafür sei, dass die Hälfte aller gesetzlichen Krankenversicherungen abgeschafft werden müsste. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja, und dieser Chef, dieser IKK-Chef Hermes, möglicherweise sehr gut dotiert, also kriegt monatlich einen Haufen Geld, hat auch sicherlich eine sehr, sehr gute Altersversorgung und der fordert jetzt eine private Krankenversicherung für Facharztbesuche. Und Versicherte sollen nämlich einen Selbstbehalt bis 2000 Euro zahlen. Das heißt also, Facharztbesuch kostet Geld, wird rege in Anspruch genommen und dafür fallen Kosten an und diese Kosten bis 2000 Euro müssen die Versicherten selbst zahlen. So. Jetzt haben wir folgendes Problem. Das Ganze soll laut Willen von Hermes über eine private Zusatzversicherung abgedeckelt werden. Die private Zusatzversicherung soll dann die Kosten quasi für den Facharzt übernehmen. Ja, soweit so gut. Meine Damen und Herren, wenn ich nicht völlig falsch liege, dann ist es einfach so. Wir haben in Deutschland knapp 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine geringe Rente bekommen. Die können sich private Zusatzversicherungen gar nicht leisten. Ja, die sind froh, dass sie jeden Monat gerade mal so über die Runden kommen. Eine private Zusatzversicherung im Krankenversicherungsbereich oder generell im privaten Bereich, die wird nach Risiken berechnet. Das heißt also, die Höhe der Prämie bemisst sich nach sogenannten biometrischen Risiken. Und das standardbiometrische Risiko ist das Alter. So. Und nun ist es doch nun mal so, das wissen Sie auch, das weiß ich auch, oder Sie können sich zumindest denken, wenn ich 30 Jahre alt bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, geringer, als wenn ich 60 oder 70 oder 80 Jahre alt bin. Das heißt also, je älter ich werde, umso höher wird das biometrische Risiko für die private Zusatzversicherung, Allianz, Signal, Iduna und Co. Das heißt also, die Versicherungsmathematiker rechnen dort. Und die Versicherungsmathematiker werden dann sagen, okay, wenn Oma Erna zu uns kommt, die mit 1000 Euro Rente, dann muss die, wenn die 75 Jahre alt ist, muss die bei uns monatlich 120 Euro für die Zusatzversicherung zahlen. Denn die ist alt. Wir wissen ja, Oma Erna wird möglicherweise statistisch gesehen sehr häufig zum Facharzt gehen. Das heißt also, Oma Erna muss jeden Monat viel mehr Versicherungsprämie zahlen als der Junge oder die junge gesetzliche Krankenversicherte, die 30 Jahre alt ist, die nämlich nicht zum Facharzt geht oder nicht so häufig zum Facharzt geht. Das Kernproblem, da gebe ich ja Herrn Hermes recht, dass wir Deutschen einfach zu viel zum Arzt gehen. Das ist völlig klar. Aber, meine Damen und Herren, das kann doch nicht auf Kosten und auf den Rücken
der gesetzlichen Rentner passieren. Und Herr Hermes, das ist eine Frechheit, was Sie sich hier erlauben. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich mal sagen. Sie sind ein kluges Köpfchen. Dann hätten Sie bitte hier auch erklären müssen in Ihrem Vorschlag, wie Sie hier praktisch für diejenigen, die sich das nicht leisten können, eine Lösung herbeiführen. Denn Oma Erna mit 75, die nämlich nur 1000 Euro Rente hat, die kann sich nämlich diese Versicherung nicht leisten. Und wenn sie zum Facharzt gehen muss, muss sie dann aus der eigenen Tasche sogar noch die Facharztkosten bezahlen, weil ja die Selbstbeteiligung 2000 Euro dann da sind, wenn es nach Ihrem Willen geht. Und deshalb, meine Damen und Herren, sage ich schlicht und ergreifend, dieser Vorschlag von Hermes gehört, wie die vielen anderen Vorschläge auch, die ich immer dazu höre, dass immer weiter die Kosten nach oben getrieben werden, in den Müllhaufen der gesamten Vorschläge, die wir hier hören. Was wir in Deutschland brauchen, ist, und da gebe ich Herrn Hermes recht, eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung, in die alle einzahlen. Unter anderem auch Herr Hermes, Beamte, ich, selbstständige Politikerinnen und Politiker. Alle in einen Jackpot. Das ist die sogenannte Bürgergeldversicherung. Oder Entschuldigung, die Bürgerversicherung. Nicht Bürgergeldversicherung, sondern Bürgerversicherung. Bürgerversicherung in der Krankenversicherung. Und dann, lieber Herr Hermes, ist es ja so, in dem Moment, wo wir die Bürgerversicherung haben, verlieren Sie Ihren Job, weil wir Leute wie Sie gar nicht gebrauchen können. Und dann sparen wir nämlich Ihre teuren Vorstandsgehälter und Ihre Altersvorsorgen ein und können diese Kosten sozusagen dann auch in entsprechende Behandlungskosten ummünzen. Natürlich müssen wir das System verändern, das ist auch klar. Wir müssen Anreize setzen, dass die Menschen hier nicht mehr so häufig zum Arzt gehen. Aber, meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass das, was hier gefordert worden ist, zu Lasten der gesetzlichen Rentner geht, die ja eh schon geringe Renten haben. Es kann sich eine solche private Krankenzusatzversicherung nicht jeder leisten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.